Gestern habe ich einen sogenannten Werkstattbericht vorgestellt, was wir im Moment alles tun. Also die Werkstatt ist das Wirtschaftsministerium, um Deutschland klimaneutral zu machen und eine erneuerbare Energieproduktion mit einer erneuerten Wirtschaft zusammenzubringen und damit neues Wachstum, klimaneutrales Wachstum und klimaneutralen Wohlstand und Wohlstandsteilhabe zu schaffen. Dieser Bericht steht auf der Seite bmwk.de. Wenn ihr wollt, schaut mal drauf. Ist ganz interessant zu lesen, was hier eigentlich gerade alles so passiert und gleichzeitig gemacht wird. Heute war dann ein Segment im Mittelpunkt meiner Tätigkeit. Wir haben einen Solargipfel gemacht, um die Hürden, die es noch gibt, bei dem beschleunigten Ausbau von Solarenergie zu beseitigen. 50 Leute, hybride Veranstaltung, Hälfte war im Ministerium, die andere Hälfte war zugeschaltet. Von Verbraucherschutzverbänden über die kommunalen Spitzenverbände bis zur Solarindustrie haben wir spezifische Punkte identifiziert, die wir lösen werden, um den Ausbau der erneuerbaren Energien noch eleganter, noch schneller, noch bürokratiearmer nach vorne zu bringen. Aber eine Menge passiert schon und ich wollte dieses Video auch nutzen, um ein paar gute, zum Nachahmen empfohlene Beispiele vorzustellen. Beispielsweise ist hier, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, Bauer Bernhard Hubert, ein Obstbauer vom Bodensee, der über seine Obstbäume Solarpaneele gebaut hat, die die Bäume vor Regen oder auch vor Hagel schützen und gleichzeitig die Energie produzieren. Das nenne ich mal effektive Nutzung der Fläche zur Nachahmung empfohlen. Ich habe von Daniel ein Foto geschickt bekommen, wie er eine Solaranlage über sein Carport gebaut hat. Unten steht das E-Mobil, oben wird der Strom erzeugt, tanken war gestern zur Nachahmung empfohlen. Und die Stadt München hat hier ein Beispiel von meiner Kollegin Katrin Habenscharten, Bürgermeisterin in München, ein großes Förderprogramm für Balkonanlagen aufgelegt, also auch Solarausbau in München großartig zur Nachahmung empfohlen. Windkraft ist ja häufig strittiger als Solarenergie, aber auch da zwei schöne Botschaften. Im Januar war das Land mit den meisten Genehmigungen Sachsen-Anhalt. Das ist durchaus überraschend, denn der Zubau erfolgte ja häufig in anderen Bundesländern. Sachsen-Anhalt mit einer veränderten Politik massiv dabei. Und in Sachsen-Anhalt gibt es den Ort Aschersleben. Auch da war die Skepsis gegenüber Windkraft jahrelang sehr ausgeprägt. Man wollte diese Anlagen nicht haben. Jetzt planen die zwei Windparks, um die Bürgerinnen und Bürger teilhaben zu lassen an der günstigen Stromproduktion und auch den Unternehmen Zugänge zu schaffen zu günstigem Strom. Danke Sachsen-Anhalt, danke Aschersleben zur Nachahmung empfohlen. Dass wir unsere Arbeit machen, das darf man erwarten, dass sich so viele Menschen daran beteiligen. Das macht Deutschland aus, das macht Deutschland stark. Machen wir die Energiewende zu einem gemeinsamen Projekt. Wenn ihr eigene Beispiele habt aus eurer Region oder von euch selbst, dann schickt sie uns. Ihr seht, wir sehen und wir lesen das alles. Und ich baue sie dann ein in das nächste Video. Wir sehen uns.